Ja, am 29. Spieltag der Bundesliga trifft der VfB Stuttgart auf Kaiserslautern. Und das Stadion hat ungefähr 92 Zuschauer, wenn ich das so von hier richtig zähle. Und wie gesagt, im anderen Spiel auch. Ich wollte ja alle Mannschaften mal nehmen und diesmal nehme ich mal Kaiserslautern. Mit denen habe ich, glaube ich, auch die Saison noch nie gespielt. Die Ausstellungen sind von kicker.de übernommen. Und ja, die Frage ist, das Hinspiel war übrigens 3:3. Es ist ein Kellerduell, Platz 14 gegen Platz 15, Stuttgart auf 15 mit einem Punkt hinter Kaiserslautern mit 30 Punkten und 31 Punkten haben die jedenfalls. Auf jeden Fall, wer verliert, der rutscht richtig runter und für beide Mannschaften ist natürlich ein Sieg von größter Bedeutung für den Verbleib in der ersten Bundesliga. Ja, mit den Lautern Spielern ist das ja so. Lakic, ja, der will zu Wolfsburg und er wird auch zu Wolfsburg gehen. Hier ist schon mal der erste Schuss. Erstmal, ja, nicht schlecht. Er wird zu Wolfsburg gehen, das steht schon die ganze Saison eigentlich fest. Und das weiß er auch selber. Und ja, seitdem er das weiß, trifft der Junge irgendwie auch nicht mehr so richtig. Das finde ich sehr schade. Und mal schauen, ob er jetzt mal wieder vielleicht hier gegen Stuttgart einen Treffer macht. Mit meiner Hilfe vielleicht schon. Ja, und dann lassen wir mal das Spiel hier losduseln. Es ist hier in Stuttgart zu Hause und in der Mercedes-Benz-Arena und es regnet natürlich. Hier ist ein bisschen Gekeile und da gibt es aber gar keinen Foul, da wird nicht gepfiffen. Schnee liegt, sehr unrealistisch, am Wochenende wird es sehr schönes Wochenende sein, Wetter sein. Grillwetter, Bundesliga-Wetter, feines Wetter. Jetzt hier die Stuttgarter am Strafraum der Lautern. Der Kaiserslautern, der Lauterner. Der Lauterner? Der Lauterner. Ja. Mir fällt es noch ein. Ja, und da gibt es aber auch einen Freistoß jetzt mal für Kaiserslautern. Ja, und dann driftet der Ball mal schön durch und plätschert da ins Aus. So, ja, ein bisschen die Taktik noch ein bisschen rummontieren muss ich da. Und der Ball geht ins Aus. Keine Chance bis jetzt für Lautern. Sehr schade. Hier auswärts. Im Hinspiel hat ja Stuttgart auswärts ziemlich deutlich geführt. Ich weiß nicht, ob es 2-0 war oder 3-0. Und dann gab es das Aufbäumen der Kaiserslautern-Spieler, die sich dann wirklich noch rangearbeitet haben und dann das 3:3 rausgeholt haben. Das ist sehr respektabel gewesen. Und ich habe mich eigentlich gewundert, wie man sich sowas nehmen lassen konnte. Das war ziemlich ärgerlich für die Stuttgarter. So, jetzt kommt Lautern hier hinten nicht richtig raus. Es dauert Ewigkeiten, aber jetzt ist er weg. Und jetzt ist er bei Lakic. Was macht Lakic mit dem Ball? Spielt auf Kirch, der steht aber im Abseits. Und das wäre hier eigentlich schon schön der erste Angriff für Kaiserslautern gewesen. Ist er aber nicht. Und irgendwie merke ich selbst dieser Prognose an, dass das ein Kellerduell ist. Aber egal. Ich werde hier weiter tun und machen und kämpfen und fighten und tricksen und faulen und yeah. Achso, und kommentieren werde ich auch noch währenddessen. Oh, jetzt Lakic. Schön vorne freigelaufen. Und diesmal kein Abseits für Lakic. Für keinen Abseits. Und er wuselt sich jetzt durch und schießt einen eigentlich auf einen unmöglichen Winkel auf Ulreich. Er weiß, dass er da höchstwahrscheinlich eine Ecke kriegt. Und die hat er jetzt auch immerhin rausgeholt. Vorne in der Mitte stand eigentlich ein Spieler bereit. Aber ja, die Chance, dass der auch dahin kommt, wäre auch sehr gering gewesen. Jetzt Abel kommt nach vorne. Kopfball. Und Ulreich hält da wieder wunderbar. Weiterhin 0-0. Und jetzt gab es gleich mal direkt auf Anhieb zwei Chancen. Ziemlich schnell hintereinander für Kaiserslautern. Und die nächste Ecke lässt nicht lange auf sich warten. Tiffert, der ja ein paar Jahre bei Stuttgart gespielt hat, der schießt hier die Ecke. Und der Spieler weiß gerade nicht, was gerade los ist. So, ja, macht einfach mal weiter. Oh, jetzt hier wieder Angriff. Aber sie kommen nicht ganz durch. Oder doch, oder nicht? Kirch flankt vorne. Oh, nein, nicht eingeköpft. Also, Lautern jetzt vorne am Strafraum mit ordentlich Druck bei den Stuttgartern, bei den Schwaben.
Aber das war alles nicht effektiv genug. Und warum da jetzt nicht Lakic mal irgendwie aufs Tor zu rennt mit dem Ball und nach hinten lieber spielt, das weiß nur der liebe Gott. Ja, ganz klares Foul mit Gelb. Gelb geahndet. Gucken wir nochmal rein. Bilek war das hier. Und es gibt eine schöne Freistoßmöglichkeit jetzt für die Schwaben. Und machen sie auch was draus? Oh, ein Pfostenschuss von Okazaki. Oder wie heißt er nochmal? Wie heißt er? Man weiß nicht. Ich gucke gleich nochmal nach. War es richtig ausgesprochen? War richtig, glaube ich. Aber der war sehr schön geschossen. Hätte ich nicht gedacht, dass der dann noch so geil ankommt. Also, sehr schöne Chance. Und wenn jetzt wieder Lautern nach vorne kommt, dann wäre das hier das absolute Hin und Her in dem Spiel. Und sie versuchen es jetzt auch nochmal auf Lakic, aber der ist hier nicht optimal vorne getroffen worden. Ja, Molinaro klärt jetzt diese ganze Sache hier wunderbar. Aber da dann doch ein Patzer und Kirch hat den Ball gehabt. Lakic jetzt der Flankengeber? Fragezeichen. Nein, ist er nicht. Also Kaiserslautern hier ein bisschen ineffektiv. Da muss noch mehr was passieren. Da müssen sie sich was Besseres einverlassen. Bilek, der Gelb bekommen hat eben. Irgendwie führt das jetzt alles hier zum Okazaki, war richtig. Und der kommt jetzt nochmal, der hat eben richtig schön geschossen. Er hat jetzt hier Zeit. Haut hier irgendwie einen Spieler um und irgendwie kriegen sie jetzt hier noch eine Ecke. Ich weiß nicht warum, weshalb, aber es klappt. Und das wird jetzt wahrscheinlich die letzte große Aktion hier in der ersten Halbzeit sein. Mit diesem Angriff wird das wahrscheinlich alles beendet. Und der Ball endet bei Sippel. Fuck, Sippel, ey, der spielt eigentlich gar nicht. Trapp ist eigentlich aufgestellt. An die Lauterner und die sich immer so gerne, die immer gerne den aktuellsten Stand wirklich haben wollen. Jetzt Okazaki nochmal, aber im letzten Augenblick hier nochmal abgenommen. Die Halbzeit könnte schon irgendwie so 10 Minuten sein, gefühlt. Aber es geht hier lustig munter weiter. Nee, doch nicht, da fällt einer hin. Und er fällt nochmal hin. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich könnte mich freuen. Ja, es ist sehr leer hier, ja, natürlich, es ist leer bei so einem Spiel. Obwohl das natürlich wichtig wäre, wenn für Stuttgart die eigenen Fans auch zu Hause da dabei sind. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, zweite Halbzeit. Die torlose erste Halbzeit wollen wir mal vergessen. Jetzt geht's los in die hoffentlich richtig heiße zweite Halbzeit. Es gab eine Auswechslung, Gebhardt kommt rein für Harnik bei den Stuttgartern. Bei Lautern bleibt alles, wie es ist und war und schon immer gewesen ist. Und deswegen geht es jetzt hier auch schön ins Spiel. Einwurf, Einwurf, Einwurf im Schnee. Ja, sehr realistisch. FIFA ist unrealistisch. Hier liegt Schnee. Ja. Und mal gucken, was sich da Bruno Labbadia einfallen lassen hat in der Halbzeit. Hier schon der erste Schuss. Schön gehalten von Sippel. Ja, Sippel. Und die erste Ecke. Kuzmanovic führt aus. Kirch steht in der Mitte. Hat die Kugel gesichert. Er hat sie gesichert. Und jetzt der Gegenstoß. Lakic läuft sich da vorne frei. Irgendwie jetzt hier. Missverständnis. Ulreich kommt nicht raus. Er kommt nicht raus. Und Lakic kann hier schon wieder nicht ein Tor machen. Und er wäre eigentlich so, so leicht gewesen. Da war ich ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen verwirrt, dass der so geil da ankommt. Egal, weiter geht's. Lakic jetzt hier an der Kugel und jetzt alleine auf Ulreich. Er schießt. Ich verstehe es nicht. Wie kann er denn den daneben schießen? Also Lakic jetzt zwei Bombendinger vergeben, die er hier eigentlich mal so locker reinmachen müsste, wie irgendwie... Oh, das kann nicht wahr sein. Ja, das regt mich auf. Aber für Stuttgart natürlich toll. Und sie sind hier noch weiterhin im Spiel. Und 0:0 wäre natürlich das Schlimmste, wie das Spiel hier ausgehen könnte. Jetzt kriegt Lakic nochmal den Ball. Nee, er kriegt ihn nicht mehr. Oh, schön. Jetzt Bukretniak bekommt den Ball nicht. Tiffert. Kirch. Jetzt war eigentlich ein Rempler da, der ein Foul sein müsste. Es war auch ein Foul. Und somit geht's weiter. Liebe FIFA-Freunde, hat er liebe FIFA-Freunde gesagt? Ich weiß es nicht. Ja.
Wie wird der eigentlich ausgesprochen? Das ist auch so komisch hier. Ich kann es nicht. Der Ball bleibt einfach liegen. Man weiß nicht, warum der Ball einfach liegen bleibt. Da wird der Spieler umgekickt. Und ja, es geht dann weiter. Jetzt aber Lakic. Nee, Lakic kriegt ihn nicht, Ja, und Gebhardt wird jetzt gefoult. Aber Einwurf für Stuttgart. Der Einwurf für Stuttgart geht in die falsche Richtung. Und Ecke für Kaiserslautern, die jetzt hier wirklich eine geschenkte Chance bekommen. Nutzen Sie sie! Nein. Es wird immer spannender jetzt. Also das Tor liegt in der Luft. Wenn jetzt hier nicht ein Tor fällt, dann weiß ich es nicht. Und wenn es zu Stuttgart ist, dann kann es natürlich auch. Es wäre alles möglich gerade. Wupp. Was ist da los? Maximales Gefrickel in der Mitte. Und ja, da sind die Lauterner wieder an der Kugel. Und Lakic läuft da mit dem Ball mit, aber irgendwie läuft er nicht zum Ball hin. Es ist ein Nebenherlaufen. Und ja, so nach dem Motto, wer ist schneller, Ball oder ich? So, Kirch kriegt jetzt den Ball. Und er will ihn in die Mitte spielen, aber das ist hier dieses, ich will den Ball ins Tor tragen, Aktion. Und die bringt natürlich hier nichts. Und somit weiterhin 0:0 und jetzt nochmal hier so ein gefährliches Foul. Normalerweise ganz klar mit Gelb geahndet, aber in dem Fall hier irgendwie nicht. 0:0 und die Mannschaften müssen jetzt Gas geben. Es ist die 72. Minute und irgendwer will ja hier treffen. Und ich will... Ich will natürlich mit Kaiserslautern nicht einschlafen. Ich will hier was reißen. Und ich denke mal, Stuttgart, mein Gegner, natürlich jetzt auch nochmal die letzten Reserven zusammenkratzen und jetzt vielleicht mal den perfekten Angriff planen. Eine der Mannschaften wird es hier noch hoffentlich machen. Ich bin gespannt, kriegt Lakic jetzt nochmal seine Chance? Er kriegt sie nicht. Er spielt lieber ab und ins Abseits. Ärgerlich. Nee, das ist ein Freistoß. Für Tiffert. Wen nehme ich denn da mal jetzt hier? Da werde ich doch diesen Jurusek nehmen, wie auch immer der ausgesprochen wird. Der sieht mir doch ganz gut aus. Und werde das Ganze mal probieren. Ich habe Freistöße geübt, aber wie man sieht, das hat alles nichts gebracht. Ja, der Freistoß war in die Walachei geschossen. Und es hat wieder so ewig gedauert, nur um einen Freistoß auszuführen. Und am Ende hat es nichts gebracht. So, und er läuft sich da wieder frei auf der linken Seite. Fällt ihm diesmal was ein? Eine gute Flanke? Nein, das gibt sogar noch nicht mal Ecke. Da war der Spieler selber zuletzt nochmal dran. Und jetzt laufen die letzten 10 Minuten hier in der Partie, in dieser Kellerbegegnung, in dem Kellerduell. Und Lakic ist ziemlich unpräsent auf dem Platz. Und Prokrepniak habe ich jetzt auch erst einmal erwähnt. Weil auch erst einmal, glaube ich, eine gute Chance war für ihn. Schön noch gerettet, aber der Ball ist noch heiß. Dick hat ihn jetzt und flankt hier wunderbar auf Lakic. Der macht den Kopfball ans Außennetz. War aber auch im Abseits. Knappes Ding. Man weiß immer nicht, ob das Abseits war oder nicht. Wenn man auswärts spielt, dann ist es auch einfach weiterhin so ruhig wie vorher auch. Und ja, hier war es dann auch weiter ruhig. 85 Minuten vorbei. Ja... Angriff jetzt nochmal für Stuttgart. Nein. Nein. Also Lautern könnte hier auf jeden Fall schon führen im Spiel. Da bräuchten sich die Stuttgarter nicht beschweren. Kommt der Ball jetzt noch an zu Lakic? Nein, kommt er nicht. Lakic kann ihn sich hier nicht richtig sichern. Aber jetzt bekommt er ihn nochmal. Und er ist auch sofort wieder weg. Aber das war ein Foul. Der Ball landet hier irgendwie im Netz. Da wurde nicht gleich abgebrochen. Und da gibt es nochmal einen Freistoß. Und jetzt Tiffert gegen seinen Ex-Verein. Und er schießt hier wunderbar. Aber Ulreich hält den Ball sicher. Schön geschossen. Schön gehalten. Aber noch ein bisschen besser hätte er schießen müssen. Da wäre er vielleicht drin gewesen. Ja. So, und die Lauterner, die geben sich hier nicht auf. Die machen, die kämpfen und fighten hier weiter. Und da kommt Lakic an den Ball. Er kommt ran. War das Abseits?
Nein, es war abseits. Es war abseits. Er macht es nicht selber. Er macht es nicht selber. Und dann wäre das Ding hier drin gewesen zum 1:0. Aber somit ist es weiter 0:0. Und Stuttgart kann sich hier richtig freuen, dass das Ding nicht für sie nach hinten gegangen, losgegangen ist. Wenn sie jetzt noch einen Treffer machen, dann wäre das für Lautern richtig ärgerlich. Aber der Schiedsrichter macht jetzt hier den Schlusspfiff. Und ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Wurde trotz des 0:0 halbwegs gut unterhalten. Ich weiß gar nicht mal, was ich meinen Tipps abgegeben habe, aber es ist ein Unentschieden, ist wirklich mal nicht unwahrscheinlich. Wobei ich glaube eher, dass Stuttgart gewinnen wird. Aber mal schauen. Ich weiß nicht mehr, was ich da getippt habe. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Beschreibung rein, was mein Tipp ist. Den überlege ich mir dann jetzt nochmal neu. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich jetzt auch mal ein paar Leute zufrieden gemacht habe, die gerne mal mich mit Lautern spielen sehen wollten. Danke!